Jo, moin mein Lieben. Es ist Montag, 7.45 Uhr. Ja, ich sag mal gut, kurz vor 8. Und die Sonne scheint schon wieder. Und ihr seht, mal wieder nur unterwegs. Für euch. Und die Sonne scheint. Leute, es wird langsam erträglich. Wirklich jetzt von den Temperaturen her. Hatte ich euch ja gestern im Stream schon erzählt und vorgestern glaube ich auch. Und da vor den Tag. Die Luftfeuchtigkeit ist weg. Hält ihr mich überhaupt noch? Ja, tamam. Und schön, jetzt wird es angenehm. Jetzt ist so wie im Mai ungefähr 32 Grad tagsüber. Und ja, nachts, was hatten wir gestern Abend? 28, 27. Aber leider noch nicht geeignet, ohne Klimaanlage zu schlafen. Also ich habe es jetzt noch an, stundenweise. Egal. So. Nachdem ich jetzt natürlich schon ein bisschen länger zu Hause bin, auch mal ein bisschen runterfahren musste, ja, möchte ich gerne noch was sagen. Leute, es ist nicht böse gemeint und es wäre auch wirklich sehr nett, wenn ihr mir nachsehen könntet, wenn ich nicht immer und gleichzeitig allen antworten kann. Ich bekomme ca. 100 bis 150 Nachfragen, aktuell im Schnitt monatlich. Ich kann nicht allen gleichzeitig antworten. Ich kann nicht allen gleichzeitig gerecht werden. Wie ihr wisst, plane ich aktuell noch meinen Umzug. Ich bin aktuell dabei, mein Auto für den TÜV vorzubereiten und. Also, es ist einiges wirklich, was ich gerade noch zu tun habe, was ich zu machen habe. Ich habe es immer wieder angekündigt, dass ihr nicht böse sein sollt, wenn ich nicht sofort antworte oder auf irgendwas reagieren kann. Ich werde jetzt, glaube ich, auch die WhatsApp-Funktion wieder runternehmen von meiner Facebook-Seite und wohl auch meinen Kanal wieder auf privat stellen, alles, weil ich schaffe es einfach nicht, Leute. Ich schaffe es einfach nicht. Und wie gesagt, ich möchte niemanden enttäuschen, aber wenn ich dann so Nachrichten sehe wie, ich hätte dich eigentlich anders eingeschätzt, ja. Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich nicht zwei, drei oder vier teilen. Ich habe auch keine Sekretärin, die mir hilft mittlerweile. Also Leute, seid nicht böse. Ja, ich gucke, ich blute ein bisschen am Fuß, deswegen ist das gerade alles ein bisschen komisch hier. Also seid mir nicht böse, wenn ich aktuell nicht gleich antworten kann, und seid auch nicht böse, dass ich auch mal gelegentlich jetzt mittlerweile meinen Livestream unter der Woche mache, weil ich es einfach am Wochenende nicht schaffe, wenn ich unterwegs bin. Ja, so wie heute. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich kann es ja nicht ändern aktuell. Auch zum Thema ICAMIT und so weiter. Bitte, ich kann euch da aktuell nicht weiterhelfen. Ja. Das soll jetzt kein Gejaule sein oder irgendwie sonst was, sondern es ist einfach so, es ist Stand der Dinge, fertig. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich habe heute sogar meinem Vermieter absagen müssen, ja, weil ich einfach nicht geschafft habe, dorthin zu kommen. So, ich vernachlässige auch nebenbei mein privates Umfeld, weil ich es einfach nicht schaffe, irgendwo mal was noch großartig zu machen. Also, es tut mir wirklich leid, wenn ich euch da aktuell nirgendwo weiterhelfen kann. Bei YouTube lese ich natürlich eure Kommentare. Auch da wird es mittlerweile mit dem Antworten schwierig, weil es einfach zu viel wird. Ich hätte nie gedacht, dass das mal so eine Dimension annimmt oder so eine Dimension auch erreicht. Wie gesagt, das soll jetzt kein Jaul-Post werden oder ein Heul-Post oder ein Jammer-Post oder sonst was, sondern ich will euch einfach nur mitteilen, was aktuell Stand der Dinge ist. Ja, weil ich immer wieder enttäuschte Abonnenten, Nutzer, Fans oder wie auch immer von mir sehe, die irgendwie meckern oder schimpfen, du meldest dich nicht und hin und her. Ich schaffe es nicht. Ich habe auch ein Privatleben, Leute. Und wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, in irgendeiner Bank oder weiß der Geier wo, und dann klingelt mein Telefon oder ich kriege irgendwo eine Anfrage, dann gucke ich drauf, dann ja, lese ich die natürlich und denke mir, okay, dann machst du es nachher. Dann kommen aber noch 30, 40 Antworten oder Anfragen hinterher und dann vergesse ich das. Ist menschlich, oder? Also, bitte nicht böse sein, ja, auch wenn dann irgendwann mal WhatsApp-Anrufe kommen. Ich kann sie nicht entgegennehmen, wenn ich gerade irgendwo auf Toilette sitze. Ist so. Und dann
Ja, wird einem dann irgendwas nachgesagt, was ich teilweise nicht verstehe. Ich melde mich schon, wenn ich irgendwo mal Zeit habe und dann natürlich auch die Lust noch dazu habe. Ja. Schade, leider muss ich wirklich jetzt mal sowas sagen. Ich hätte, wie gesagt, habe ich euch am Anfang schon gesagt, nie gedacht, dass ich mal so wirklich sagen muss, dass ich jetzt auch mal ein kleines bisschen zurücktreten werde oder zurückschalten werde, weil es einfach zu viel wird. Man wächst einfach zu vieles über den Kopf und über die Ohren und deswegen immer jawasch, jawasch. Wann gibt es noch diese ganzen anderen Themen, wie was brauche ich? Muss ich einen Impfpass haben oder dies oder das oder jenes? Leute, guckt bitte bei eurer Airline nach. Die Airline, mit der ihr fliegt. Aktuelle Einreisebestimmung in die Türkei und so weiter und so fort. Es ändert sich täglich und mittlerweile ändert sich auch so viel, dass man gar nicht mehr auf dem neuesten Stand sein kann. Ja, ist leider so. Deswegen versuche ich teilweise die Livestreams zu machen. Versuche euch da ein bisschen entgegenzukommen. Versuche euch da ein bisschen was zu erzählen. Versuche euch da ein bisschen was rüberzubringen. Aber bitte seht's mir nach, wenn ich nicht ständig jede Antwort oder jedem gleich antworten kann. Danke. Sollte jetzt kein, wie gesagt, Jammer-Posting werden oder sonst was. Dann haben wir es aktuell immer noch 27 Grad, hier in der Wohnung 29. Viel warm. Ja, tamam. Also Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dem einen oder anderen habe ich noch versprochen, ein paar Möbel zu filmen und so weiter und so fort. Klappt auch nicht immer gleich, weil wie gesagt, da kommt man nach Hause, ist müde und will auch mal eine Stunde pennen. Ich habe einen komplett anderen Schlafrhythmus als viele andere. Ja, bei mir kann es auch mal sein, dass ich mal 2 Stunden schlafe, dann 2 Stunden wach bin, dann wieder eine Stunde schlafe, 3 Stunden wach bin. Also ich penne nicht am Stück durch, sondern es kann auch mal sein, dass ich erst mittags um 16 Uhr aufstehe, weil ich morgens um 9 Uhr erst einpenne. Es gibt so eine Tage, Leute. Gut, dann haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Sorry, dass ich das jetzt mal so sagen musste. Aber ich denke mal, dem einen oder anderen bin ich eine Antwort schuldig und es geht halt nicht anders. Tamam, es kommen auch wieder ruhigere Tage. Alles klar, vielen Dank und bis dahin, ciao.